Das ist legit so. Die wissen jetzt auch, okay, das taugt wirklich was. Weil da wird ja auch Businessplan wirklich so, also wirklich so Business-Zeug wird da ja bewertet, ne? Nicht einfach nur, sieht die Website cool aus oder so. Das bedeutet, da haben wir jetzt halt natürlich eine richtig schöne... Ja, einfach ein richtig schönes Feedback bekommen. Und natürlich auch noch 10.000 Euro eingesackt fürs Unternehmen, ne? Das hilft uns auf jeden Fall auch. Ja. Welche Website? ga.gg. Mein Startup. Da waren wir auf dem Startup-Wettbewerb. Das ist eigentlich nichts, was ich möchte. Oh nein, ich wollte rerollen, ich Idiot. I guess, nehme ich jetzt Ability Haze? Nee, warte. Okay, nice. Wir haben gleich unseren Auto-Detection upgraded. Das ist krass. Oh, Yumi-Quest am Strand. Yumi-Quest am Strand ist eigentlich absoluter Selbstmord. Können wir nicht machen. Weil der Strand ist nochmal sehr viel gefährlicher. Nice, Crit-Chance. Das bedeutet, wenn wir gleich unseren Autotech schon geupgradet haben, wäre das insane. Weil dann können wir den schon evolven. Und da ist auch schon ein Miniboss. Wir dürfen auf jeden Fall die Access-Karte von dem Miniboss nicht benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gehe, glaube ich, trotzdem schon mal Area Size, oder? Wobei, ja. Nein, nicht einsammeln. Warum nicht einsammeln? Weil... Weil man die Access-Karten braucht, um Fähigkeiten zu evolven, die man auf Level 5 hat, dann auf Level 6 sozusagen zu bringen. Das geht ohne Access-Karten nicht. Oh nice, Bunny Mega Blast. Ja, I guess wir gehen für Duration, weil wir... Ja, wir haben schon ein ziemlich bescheidenes Loadout jetzt gerade auf Yasuo, sag ich wie es ist. Sag ich wie es ist, Leute, das Loadout ist wirklich sehr, sehr bescheiden. So, die Karte lassen wir mal liegen. Gut, schade. Lassen wir nicht liegen. Ich habe halt meinen Autotech auch schon auf Level 4, ich möchte den halt instant... upgraded bekommen, in dem Moment, wo... In dem Moment, wo wir es können. Will, du kannst über die weißen Wände mit dem Wasser drüber rutschen mit der E. Hier rüber. Oh.
Okay, krass. Wusste ich gar nicht. Ah, der Belwith Trial auch noch am Strand. Komm, scheiß drauf. Lass da hingehen. Lass einfach YOLO'n. Also das Ding ist, hier am Strand kommen halt einfach viel, viel, viel mehr Gegner. Wie man vielleicht sieht. Oh nein, okay. Warte mal. Okay, lass den zuerst töten. Das wäre huge, wenn wir den getötet bekommen. Okay, nice. Wo ist er? Hier ist er. Ich brauche noch Max HP, das ist noch wichtig. Oh nein. Oh nein, ich werde voll in die Gegner reingeschmissen. Ultimate Haste ist wirklich useless tatsächlich. Warte mal, ach so, wir haben gerade noch eine Yumi-Quest fertig gemacht, oder was? Ach, das war noch eine Yumi-Quest, die wir da gerade gemacht haben, oder wie? Ich glaube, das war nicht so eine gute Entscheidung, was ich hier gemacht habe. Also wir werden halt instant gewone-shottet. Also ich werde einfach instant gewone-shottet. Okay, Auto-Tech Upgrade. Huge. Let's go. Wir brauchen eine Karte. Ja, ich habe so wenig Leben. Es ist krass. Aber wir regenerieren natürlich auch. Also wir regenerieren natürlich auch eine Menge Leben, ne? Nice, wichtig. Okay, huge. Boah, da kamen jetzt aber die Upgrades rein. Und nochmal eine Access Card. Let's go. Schönes Ding. Okay, jetzt haben wir es aber. Jetzt habe ich mein Autotech Upgrade. Schaut euch das mal an. Das sieht doch wunderbar. Oha, wieso Autotech ich so schnell? Hey, wir haben doch gar keine Ability Haste. Wieso Auto-Tech ich so schnell? Hä? Hä? Hits geben Refund? Oh mein Gott. Hä? Also jede Unit, die hier reinläuft und gekrittet wird von mir, gibt mir... Oh mein Gott. Ist das OP? Hä? Der Strand ist jetzt mein Freund. Dann nehmen wir noch mehr Crit mit. Oh mein Gott. Das ist ja ultra broken. Also ultra. Ich bleib hier draußen. Ich bin unbesiegbar, glaube ich. Also gefühlt.
So, denke ich. Weil je mehr Gegner kommen, desto krasser bin ich. Also. Okay, das ist ja richtig krass. Also das ist ja wirklich richtig krass. Das ist ja also. I mean, look at this. Wie viele Tornados. Oh mein Gott. Leute, das ist viel zu OP. Was zur Hölle? I mean, look at this. Das ist ja crazy. Jetzt habe ich auch noch Ballisten-Upgrade. GG, Leute. GG. Ich habe nur Angst, geone-shottet zu werden von Aatrox später. Das ist das einzige Problem. Weil wir so wenig Leben haben. Belwith Trial nehmen wir mit. Oh, hier ist ein Boss. Das ist ja krass. Survive within the circle. Ja, gut. Mantas können ja gar nichts machen gegen mich. I mean, die werden jetzt alle ankommen und alle wegge... Oh mein Gott, wie viele Tornados es ist. Schaut euch mal die ganzen Tornados an, so, hä? Ich habe hier 800 Tornados. Und jetzt noch mal mehr Projektile. Ist das verrückt. Was auch verrückt ist, ist Reval. Oder so. Ich danke dir. Für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Wir zocken hier gerade Swarm. Wir sind ja, es gibt ja eine Creator Challenge. Wo wieder League of Legends Partner eingeladen wurden. Weltweit. Und da nehmen wir wieder dran teil. Genauso wie für Arena gibt es das jetzt auch für Swarm. Und wir können sehr viele coole Sachen gewinnen. Vor allem auch für die Community diesmal. Nochmal mehr sogar als letztes Mal. Ich hatte ja letztes Mal bestimmt auch 60 Skincodes, 70 Skincodes, 80 Skincodes oder so. Jetzt wird es, glaube ich, nochmal mehr geben. The Yarn Darn. Ist das verrückt. Das ist so verrückt. Also ich glaube, wir haben gewonnen einfach tatsächlich jetzt. Bin ganz ehrlich. Recht, dass du 60 Skincodes hattest und die nicht weggegeben hast. Ich habe die weggegeben. Kannst du mal meine Mods fragen? Und hey, wir hatten hier einen Tag, wo ich 20 Skincodes verlost habe, Melly. Musst halt einfach mal ein bisschen mehr Glück haben und dabei gewinnen. Oh, wir sind aber ganz schön flott unterwegs hier.
So, jetzt sollten wir aber... ja, okay, ich habe Bunny Guns auf 5, das bedeutet... Super. Ich gehe wieder an den Strand. Deine Entwickler sind wieder leer ausgegangen. Es ist so frech. Wir leben einfach in einer Welt voller Geiern. Wisst ihr? Da habe ich schon 60, 70 Skincodes verschenkt. Und wäre trotzdem geflamed dafür. Dann behalte ich die nächstes Mal alle für mich. Dann werde ich, glaube ich, weniger geflamed. Das ist jetzt mein Learning, Chat. Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind eventuell leicht stark gerade. Leicht stark. Let's go! Sub for Skincode Kappa. Vielen Dank an Quale 8 Gear für den Tier 1 Sub. Mit deiner Unterstützung fühle ich mich so stark wie Darius mit seiner ultimativen Fähigkeit. Du bist mein Blitzcrank, der mich immer wieder auf die Erfolgsleiter hochzieht. Stärker zusammen. Stärker zusammen. Oh, haben wir wieder das Bitrate-Problem? Oh no. Ich muss mit höherer Bitrate streamen, right? Das, Alter, der ganze Bildschirm. Aber das muss ich mir für Swarm merken, dass ich mit höherer Bitrate streamen muss. Aber das ist wirklich ein Problem bei Swarm. Dass es irgendwann einfach zu viel ist. Wahrlich, danke dir. Doppelte Ehre für den gekauften Sub. Danke, dass du mich supportest. Auf dem Weg Richtung 70-30 Share. Oh, wir sind Fullbild schon. Poggers. Swarm ist einfach zu einfach. Ja, man braucht einen Endless Mode dafür, Scenarios. Das wäre die Lösung. Weil dann wird es irgendwann, also dann kann es gar nicht so einfach sein. Wenn es einfach immer schwieriger wird. Und grüß dich. Endless Mode Swarm wäre krass. Du stehst legit AFK rum und one-shottest alles. Ja, aber jetzt gerade... Es ist ein bisschen so wie in Arena. Man kann halt gewisse... Augments oder Fähigkeiten und Passiven hier bekommen, die in der Kombination halt einfach unfassbar broken sind. Und das habe ich jetzt zum Beispiel. Gut, ehrlicherweise habe ich einfach nur das Yasuo-Upgrade. Aber ich habe auch... Die anderen Sachen sind halt auch alle sehr gut noch, die ich bekommen habe. Ja, und es ist gerade noch die leichteste Stufe, das ist korrekt. Aber es ist schon so ein Ding, dass es einfach... Also, aber da weiß ich auch nicht, wie man das... weil einfach es schwerer machen, ist glaube ich nicht, also... Ist glaube ich nicht das Play. Man muss vielleicht ein paar Mechanics einführen oder sowas.
Ja, jetzt Aatrox Stufe 2. So, oh mein Gott. Mach ihn weg, Amina. Junge, der wird so weggebombt, ist das krass. Danke dir für deinen Twitch Prime, Alter. Richtig geil von dir. Ist mehr kostenfrei. Cool, Mann. Ja, meine Windwall hält ihn gar nicht auf. Nur seine Schwerter, die er jetzt herbeiruft. Ja, aber ich muss sagen, ist schon gar nicht so schwierig.